Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ich fahre jetzt zu meiner Schwester. Sie hat heute Geburtstag, aber sie ist in der Quarantäne und darf nicht feiern. Also auf jeden Fall nicht mit Menschen, die nicht mit ihr zusammenleben. Deswegen wollen wir nur Geschenk überreichen und hoffen, dass es ihr trotz der Situation gute Laune gibt. Jetzt noch eine kleine Kurzgeschichte zu dem Geschenk. Meine Schwester hat mal mich gefragt. Eigentlich habe ich schon zu dem Zeitpunkt ihr das Geschenk gekauft, aber das wusste sie noch nicht. Aber ihr Mann wusste. Und sie meinte mal zu mir, kennst du diese Armbänder von Pandora, wo man diese Charms, ich glaube so nennt man die, sammelt und sich selbst ein Armband zusammenstellen kann. Ich hatte mal früher, aber von einer anderen Firma, so ein Armband. Und das war tatsächlich sehr schön, also mir hat es gefallen. Und ich meinte, ja, eigentlich ganz okay, also ich finde es ganz schön. Und sie meinte, ja, ich habe keine Ahnung, also selber kaufen würde ich mir das nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. So. Und ich habe mir gedacht, schade, ich habe aber schon das Geschenk gekauft. Und dann dachte ich mir, okay, sie hat nicht gesagt, also sie fände es komisch, aber nicht, dass es schlecht ist. Und sie hat gesagt, selber würde sie sich das nicht kaufen. Deswegen dachte ich, das ist gut. Also ich habe es gekauft, das ist nicht so schlimm. Und das ist der Armband. Jetzt kann man es nicht gut sehen. Wenn ich ein bisschen mehr Licht habe, dann zeige ich euch das. Gleich mit der Torte. Das Armbändchen, das ist von Pandora. Damit man da diese Charms oder Charms, ich weiß nicht, wie die heißen, drauf machen kann. Ja, ich filme sogar, wie wir dahin laufen. Also ich habe das Tütchen mit Geschenken noch von der Mama und dem Papa und Roman hat die Torte. Zeig mal. Ja. Wenn wir jetzt vor der Tür alles liegen, kann ich euch die Torte dann auch zeigen. Смотри в окно. В окно смотри. Давай я топ буду держать. Ага. Ну держи торт. Он один раз. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Valentina! Happy birthday to you! Hier, hier bitte, danke! Давай, кидай! Давай, ждем! Какие подарки? Не знаю, но у нас тоже подарки для нее есть, поэтому... А я вот как... Надеюсь, там можно будет потише звук сделать, потому что орала я с душой. Для любимой Газели. Сестры. Muss auf Deutsch reden. Deutsch. А, ну точно, auf Deutsch. Ich hab's schon vergessen. Ну, значит, ja, jetzt haben wir noch Geschenke. Готовы? Ты на траву кидай. А что там? Смотри, я словила. Я бы скафанг по месту. Weißt du, aus welchem Platz deine Hände wachsen? Das ist zu weit. Na klar. Das sind Corona-Geschenke, danke. Спасибо, danke schön. Danke schon. Пока. Tschüss, Quarantäne, Corona. Sehr weit. Вот где-то тут Артур зашел. Gastgeschenke? Wir haben Gastgeschenke bekommen. Jetzt Roman auch. Wir packen das jetzt aus. Pack mal du deins aus. Meins ist bestimmt besser als deins.
Oh, geil. Socken. Ravenclaw, oder? Ich hab keine Ahnung. Ravenclaw, ist doch geil. Der sagt, er hat keine Ahnung. Hast du nachts heimlich Harry Potter gelesen? Ja, sicher nicht. Ich habe geguckt, alle Teile. Ich habe geguckt. Kannst du meins auch aufreißen? Ich schaffe es nicht mit einer Hand. Du hast bestimmt... Slytherin. Nein? Tatsache. Slytherin! Ich bin auf der dunkleren mit Seite. Mit den Dings, ja, ne? Ja, Tatsache, Slytherin. Jetzt können wir ein bisschen was sehen von dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob ich dort überhaupt filmen darf. Falls nicht, dann werde ich so wie immer auf Handy gehen und ihr werdet merken, Qualität wird dann nicht so gut sein. Sieht da, was für ein riesen Teddybär er hat. Das ist man gar nicht mehr. Mensch, habt ihr das gesehen? Ich hoffe, man hat es noch gesehen. Oben, das ist so krank, Alter. Guck mal, die da jetzt, die haben übelst Speed drauf. Jetzt geht's los bei denen da. Oh, oh nein, wir haben was drüber. Super schön, ganz oben, ey. Yes. Warteschlange, bitte halt. 65 Meter. Also die Flickhöhe ist 65 Meter. Und Roman, hast du Angst? Ha? Hast du Angst? Nein, natürlich nicht. Ich habe nie Angst. Ich habe Blumen dabei. Jo. Wie war das für dich? Ja, heftig. Ist auf jeden Fall krass, aber einfach nur anders, als ich es gedacht habe. Ich habe gedacht, so wie bei den normalen, auch bei den kleinen Karussells, kriegst du dieses geile Gefühl. Aber das kriegst du nur am Anfang. Also jetzt noch haben die das. Und danach, wenn es hochgeht, wenn die Geschwindigkeit dazu kommt, hast du es gar nicht mehr. Da ist einfach nur Wind in die Fresse und ah, das war's. Aber und dann, wenn du unten lang fliegst, wirst du richtig runtergedrückt in den Sitz. Aber ansonsten ist geil auf jeden Fall. Aber muss ich nicht nochmal machen. Ist zu teuer, 7 Euro ist mir zu teuer. So, danke, Alter, tschüss. Wir sind an dem Automaten angekommen, der am begehrtesten ist, mit den riesen Spielzeugen. Moment, ich versuche es euch zu zeigen, so damit ich die Menschen jetzt nicht belästige. So, alles klar, wenn du noch anschließend zuschauen willst. Was für Riesenviecher hier. Roman hat tatsächlich Geld ausgegeben für das Teil. Der versucht hier Ingenieursarbeit zu betreiben. Wenn man so von oben guckt, wie geil ist das denn? So schön viel. Voll cool. Ein Gruselkabinett. Finde ich auch total cool. Alles im Rauch, im Lichter. Es gibt so viel zum Geld ausgeben und nicht so viel zum Essen. Ich bin ein bisschen traurig.
Wimmel vorne im Gesicht. So, wir können uns nicht entscheiden, welchen Stick wir haben möchten, blauen oder rosa. Robert war tatsächlich so dreist und hat gefragt, ob man einen Stick, der da ist, also diesen rosanen mit dem blauen tauschen kann, und man hat ihm tatsächlich erlaubt. Jetzt frage ich mich, wie viel Geld er für dieses Spielzeug rausgeben möchte. Fuck. Wie jetzt nochmal? Ich habe die selbst gewonnen, alleine selbst gewonnen. Jetzt haben wir noch 10 Versuche für den Jungen da. Ich und Stitch wünschen euch sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.